Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mecki hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Montag, 8. Januar 2024. Heute sollen die großen Bauernproteste steigen und die Autobahnen sollen alle dicht sein und was weiß ich nicht noch alles. Ich bin jetzt hier im Landkreis Harburg in Dibbersen mal zur Autobahn gefahren, um zu schauen, ob da schon die großen Traktoren stehen und was weiß ich alles. Aber nichts. Ja, also hier in Buchholz in der Nordheide, das ist die größte Stadt im Landkreis. Da gibt es viele Menschen, die arbeiten in Hamburg und die fahren entweder mit der Bahn oder halt auch mit dem Auto nach Hamburg rüber. Aber die wurden heute nicht aufgehalten. Ich war um 10:30 da und da ist nichts geschehen. Das Einzige, was ich dort gesehen habe, das waren zwei Polizeiwagen an zwei Auffahrten. Ja, die standen dann da halt rum, haben die Lage beobachtet. Und nichts ist da irgendwie passiert. Gut, dann habe ich gesagt, dann fahre ich eben zum Rathaus. Mal gucken, was da los ist. Und ich bin jetzt beim Rathaus auf der Rathauswiese beziehungsweise auf dem kleinen Park, der an das Rathaus grenzt. Aber da ist auch nicht viel los. Ne? Hinter mir ist so ein kleiner Teich. Seht ihr vielleicht, der ist zugefroren oder noch dabei zuzufrieren. Das soll ja noch die nächsten Tage und vor allem in den Nächten auch wesentlich kälter werden. Ja, aber von Landwirten, von Traktoren oder so habe ich hier auch nichts gesehen. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, wenn sie vielleicht sich nicht so unbedingt auf die Autobahnauffahrten konzentrieren, denn sonst könnte ja der gleiche Effekt entstehen wie bei den Klimaklebern. Die haben die Straßen blockiert und haben sich und ihrer Sache damit keinen Gefallen getan. Die haben halt dann auch ziemlich viel Unmut auf sich gezogen und ihrer Sache halt, wie gesagt, geschadet. Die Landwirte tun wahrscheinlich doch besser daran, wenn sie sich direkt vor die Rathäuser, vor die Landesregierungen, also vor die Gebäude dort und letztendlich auch vor den Bundestag begeben, da vor den Reichstag in Berlin. Ja, das ist mein Eindruck vom heutigen Tag und ich habe nochmal einen Blick auf die Autobahn vorhin geworfen. Ja, da war eigentlich nicht viel los. Die Straßen waren eigentlich tatsächlich relativ leer auf der Autobahn. Am Wetter wird es wahrscheinlich nicht liegen, denn die Straßen waren frei. Aber es gibt da wahrscheinlich dann doch eine ganze Reihe von Auffahrten, die vielleicht zu sind. Oder vielleicht sind auch andere gar nicht erst losgefahren, weil sie gedacht haben, sie kommen nicht durch. Die Schule von meiner jüngeren Tochter ist heute zum Beispiel auch ausgefallen. Da ist befürchtet worden, dass die Lehrer, die zum Teil ja auch von weiter weg kommen, nicht hier ankommen würden. Ja, ich denke, das soll ein kurzer Eindruck und ein kurzer Einblick gewesen sein in das, was hier im Landkreis Harburg los war. Ich werde jetzt noch einkaufen fahren. Falls ich dann irgendwo dann nochmal irgendwas sehe oder mir was über den Weg laufen sollte, dann werde ich das vielleicht noch hier hinten dranhängen an dieses Video. Aber ich denke mal, hier passiert eher wenig. Und wie gesagt, das ist auch gut so. Die Proteste sollten sich wahrscheinlich eher auf die großen Städte richten. Da hat das wahrscheinlich auch mehr Sinn, als hier so in den Landkreisen mal irgendwie was zu veranstalten. Ja, ihr hört die Glocken läuten und ich werde jetzt, wie gesagt, einkaufen gehen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex von Mecki.